Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ja, wir haben im letzten Part das Wühlen kennengelernt. Wir können jetzt schön in den Sand rein dashen und da auch schön rausspringen. Und es ist fantastisch, es macht unfassbar viel Spaß. Und wir haben auch die Geisterprüfung echt ziemlich gut abgeschlossen damit. Und ja, es ist sehr angenehm tatsächlich. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einige Gorlek-Erze gesammelt, deswegen wollte ich nämlich einmal kurz zurück zu unserem guten Grom hier vorne. Weil wir jetzt hier schon ein Portal haben. Also, wir können es theoretisch überall natürlich von überall aus hin teleportieren, aber natürlich zurück wäre ein bisschen schwer ohne Portal. Aber ich möchte natürlich ein bisschen unser Dorf hier weiter ausbauen. Und ich glaube, wir haben jetzt 7 oder 8 Gorlek-Erze. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Hallo, mein Lieber. Die Moki sagen, du hast meine Heimat besucht oder das, was davon übrig ist. Sie nennen es nun die Windwüste, was? Ich schätze, sie haben ihren echten Namen vergessen, sofern sie ihn kannten. Sie ist Gerora, eine wundersame Stadt aus stolzen Steinen und buntem Glas, aus massiven Säulen und erhabenen Türmen. Sie hätte es verdient, dass man sich erinnert. Mit den wenig Gorlek-Erz könnte ich diese Lüstung in einen Zufluss verwandeln. Das hört sich wundervoll an. Dächer über den Köpfen. Hau raus. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. So, jetzt müssen die auch nicht mehr im Regen stehen, wenn es dann mal regnet. Mehr Häuser bedeuten mehr Moki. Quola kann ja nicht alles allein machen, oder? Hast du denn noch ein Projekt? Neue Höhen wäre für 8 und 10 für ein wenig Gorlek-Magie. Die Moki haben recht, bauen ist nur die halbe Arbeit und ein wenig Dekoration ist nicht wirklich fertig. Meine Höhen brauchen also scheinen mit den Moki beliebt zu sein, wie wäre es, wenn wir ein paar noch... Okay. Und noch nicht enthüllt. Dieses Projekt wurde noch nicht enthüllt. Okay. Okay. Es wird besser, sich Zeit zu nehmen, statt später eine VLG-Entscheidung zu bereuen, was? Ja, nö. Kann ich denn nochmal gucken, was du jetzt hier so gebaut hast? Das ist... nicht neu, oder? Ne, da waren wir schon drin, auf jeden Fall. Nein. Oh. Gott. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier runtergeht irgendwie. Ich habe es vergessen. Okay, hier waren wir ja schon. Einmal, bitte. Ja, genau. Sehen wir denn hier noch irgendwas? Moki. Okay. Und hier gehen wir jetzt wieder zurück, das will ich ja nicht. Hallo, Moki. Vielleicht halten Wächter Winterschlaf. Vielleicht schläft Bao deshalb immer fort. Ich wollte auch mal Winterschlaf halten, aber mein Freund hat mich mit einer Feder gekitzelt. Gleichzeitig zu schlafen und zu lachen ist sehr schwer. Hast du wohl recht, ja. Das ist ja richtig. Haben wir denn gerade irgendeine Quest am Laufen, wo wir irgendwie... Der Lichtfänger... Tulis Garten... Eine gute Tat... Nein, die Geister hier, genau. Wiederaufbau der Lichtung, genau. Fragment der Energiezelle. Die stille Karte. Aufforstung der Lichtung. Wer kennt sich denn mit Edelsteinen aus, wenn ich fragen durfte? Wait, da unten sind Edelsteine, oder? Das hier sieht halt sehr aus nach Edelsteinen. Vielleicht kann mir Twillen helfen. Ja. Oh, du liebe Güte. Ein unbearbeiteter Splitter und auch noch makellos. Ein seltener Fund. Oh ja, die meisten Geistersplitter, die ich finde, wurden bereits geschliffen und auf Hochglanz poliert. Die Handwerksmeister der alten Zeit verstanden ihre Kunst, weißt du? Aber ich werde ihn so gut es geht polieren.
Geheimnis, dass ein neuen Geisterschlüssel erhalten. Spüre Geheimnis in der Nähe auf. Ein Rohdiamant, neben Quest abgeschlossen. Das hört sich halt schon sehr gut an, ne? Geheimnis in der Nähe. Geheime Wände werden halbdurchsichtig. Ich würde mir gerne die Verbesserung mal angucken. Kannst du das verbessern vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Das ist zumindest... Vielen Dank für deinen Besuch. Okay, dann hier kurz gucken. Flügelschutzen, Vitalität. Oh, eine zusätzliche... Warum eigentlich nicht? Oder ist das... Das sind Splitter, ne? Ja. Ich wollte gerade schon zuschlagen. Ich so, ach ja, zusätzlich gar kein Ding. Aber Geistersplitter sind natürlich... Muss ich natürlich dann einen anderen für rausschmeißen. Und das würde ich natürlich nicht tun für einen Geistersplitter, für einen Lebenszelle. Das wäre ein bisschen sinnlos. Aber ich würde das gerne machen mit den Geheimnissen, ne? Andererseits, auf den Karten wird das ja angezeigt. Wenn da irgendwas Geheimes ist. Und die geheimen Wände findet man ja dann relativ schnell. Deswegen kommen wir lassen es mal. Wir lassen das erstmal unausgerüstet. Vielleicht irgendwann. So, und einmal zurück in die Windbüste. Was haben wir da noch? Eben. Was haben wir da noch rumeiern? Der Wille der Ehrlich, ach so, okay. Das ist ja unsere große Hauptquest, wie ich inzwischen herausgefunden habe. Okay, dann, boah, sind wir weit gelaufen. Hier muss ich hin. Tschüss, ich bin gleich wieder da. Oder irgendwann später vielleicht. So, hallo Tok. Hast du noch irgendwas? Du hättest die Wunder der Gorlek zu ihrer Blütezeit sehen sollen. Die hohen Türme, die geschwungenen Bögen. Sie sind nun alle zu Staub und Ruinen zerfallen. Währenddessen kauern die großen Baumeister der Gorlek von damals in ihren Minen. Pah. Sollten die Geschichten wahr sein, hat zumindest etwas von ihnen hier überdauert. Ja, man sieht es im Hintergrund, ne? Die Türme da, die halb eingestürzt und zerstört sind. Aber wenn wir den Verfall hoffentlich entfernt haben, können wir hoffentlich alles wieder aufbauen. So wie es vorher war. Ich würde es Ihnen wünschen. Na? Ich will nicht in die Schachteln reinfliegen. So, her mit dem Geisterlicht. Da ist nichts Verstecktes mehr, oder? Nee. Ah, hallo. Aua. Oh, daneben geschossen. Der hat sich gerade selber abgeworfen. Ach, das ist Ding. Easy. Danke. Ripp. Und du da oben kriegst jetzt auch dein Fett weg, meine Liebe. Tschüss. So. Was haben wir denn hier alles? Ach du Heilig, da ist ein... Okay. Wir können nicht nach unten springen. Okay, das ist natürlich ein bisschen unpassend. Das muss jetzt wirklich hier einmal dran vorbeispringen und dann hoch. Das wäre ja sehr gut. Alter.
Okay, ich wurde getroffen, aber ich bin trotzdem hochgekommen. Ich hätte locker schaffen können, ohne getroffen zu werden, aber da war ich irgendwie gerade ein bisschen abgelenkt von irgendwas. Oh, hallo. Oh, Leben. Wo geht's denn da links hin? Okay. Gutes. Ich und Timing sind in diesem Spiel irgendwie anscheinend nicht so beste Freunde. Alter, bin ich eigentlich verrückt? Nein. Weiß nicht warum. Normalerweise bin ich in Timing-Sachen eigentlich immer ganz gut, aber das ist hier im Spiel gar nicht möglich. Ja, jetzt bin ich ganz, ganz schlecht. Was, wie soll ich denn da... Achso. Nee, wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da hochkommen? Wie? Einfach nur wie? Niemals im Leben komme ich so weit hoch. Na, keine Chance. Das schaffe ich nicht. Vielleicht bekommen wir irgendwie einen Dreifachsprung oder so. Irgendwann. Aber das schaffe ich niemals im Leben. Das erreiche ich von unten nicht. Hallo. Und ich kann ja auch keinen Sandsprung machen oder so, weil, naja, ist halt kein Sand. Ich hoffe, das reicht. So. Sehr schön. Her damit. Was ist denn das da unten? Oh, ups. Was ist denn da so ein Punkt? Komisch. Okay. Oh Gott, das war nicht stark genug. Nein, das war auch nicht stark genug. Hilfe. Nein, oder. Okay. Sehr schön. Da gucken wir später nochmal irgendwann vorbei. Ja, nicht so weit vom Portal weg, ne? Nee, ist hier unten direkt. Na komm, geh durch. Wo bin ich? Achso, das ist Sand. Ich wollte gar schon sagen, so, hör irgendwie den nicht. Hi. Komm her. Nicht schlagen, hallo. Speis. Sag mal. Mister. Haben Sie es? Na, schade. Ich habe gehofft, ihn vielleicht in die Stacheln werfen zu können, aber leider nicht. Ist normaler, ne? Also, einigermaßen normaler. Voll. Da oben ist noch eine Energiezelle. Die hole ich mir natürlich. Hoffentlich irgendwie. Wie komme ich da hoch? Okay. So schon mal nicht. Ach, hier wahrscheinlich noch. Oder? Nein? Okay. Enttäuschend. Dann. Ach, warte. Oh, warte, das war nicht gewollt. Nein. Nochmal. Aber es geht so, wie ich es haben will. So. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen, wir hätten uns mit seinen Schüssen hochschießen sollen, aber das ging. Er hat ja gar nicht geschossen, deswegen geht das natürlich nicht. Ich kann immer gegen die Wand da, das ist echt uncool. Ne, keine Chance. Da komme ich so nicht hoch. Aber wie dann?
Okay, keine Ahnung. Da geht's auch noch nicht lang. Oh Gott, oh Gott, oh nein. Oh, ich verstehe es. Okay. Aua. Das war richtig gut. Hallo. Komm her. Schieß her. Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wo bin ich hinweg? Al. Dein Ernst? Ja, mal zielen, ey. Im Kopf. Aha. Das hole ich mir trotzdem noch. Das Ding ist ja immer noch da. Hilfe. Wie das gedasht ist. Was für ein asoziale... Was war das denn für ein asozialer Move? Reden. Hilfe. Das Ding ist einfach mir hinterher gedasht. Okay. Ist hier irgendwas? Ja. Okay. Ich komme später wieder. Das war sehr gut. Kriegt man die aus dem Wasser raus? Aus dem Sand raus. Aus dem Wasser. Aus dem Sand raus? Hallo. Ja, kann man. Okay, alles klar. Dann weiß ich auch... Warte. Dann muss ich mal kurz zurück. Dann weiß ich nämlich auch, wie wir wieder hochkommen. Aua. Diese Stacheln, ne? Sind einfach die größte Gefahr hier. So, komm mal her, mein Freund. Ja, sehr schön. Eine Energiezelle vervollständigt. Wundervoll. Okay. Einmal nach oben springen. So. Einmal den Schalter umlegen. Alles klar. Das ist supi so. Hallo. Wie der letzte Schlag mich wieder fast getroffen hätte, ne? Der letzte Schlag ist immer so der perfekteste Schlag von allen. Der schießt so komplett nach oben und dann kommt er immer perfekt runter. Wie zur Hölle kommt man denn da oben an diesen Kristall dran? Ich meine, ich muss es nicht zum Glück, aber... Ach so, wahrscheinlich mit dem Ding dann... Naja, gut. Brauche ich nicht. Sehe ich das richtig, dass der Kreis da einfach abgebogen ist? Also einfach abgegrenzt ist, so. Dass man nicht zu diesem Geisterlicht da hinkommt? Doch kommt man, warte. Ja. Aua. Ich bin reingedasht, ich wollte eigentlich ausweichen. Tschüss. Warte. Ich sehe schon. Nehmen wir den einfachen Weg, wir nehmen den direkt hier vorne. Mehr. Aua. Egal, wir haben es geschafft. Für geisterlich mache ich alles. Oh, ups. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen witziger, weil ich muss jetzt einfach schon abhauen von dem Ding. Aua. Oh oh. Ist da auch noch... Scheiße, das ist noch eine Lebenszelle. Oh, die würde ich halt gerne haben, ne? Das ist ja uncool. Oh. Jetzt wird das Ding nicht triggern. Das wäre natürlich besser gewesen.
Ah, ich muss es triggern, okay. Hätte ich mir fast gedacht. Hätte ich mir eigentlich fast denken können, ganz ehrlich. Na gut, hat trotzdem Schaden gemacht, aber hey. Energiezelle, Lebenszelle, Teilfragment gefunden. Oh, Alter. Hui. Don't risk your life, please. Und hör auf, die ganze Zeit in die Stacheln reinzufallen. Alter. Ist jetzt aber gut, ne? Mein Freund. Oh, warte. Weil es immer so nach unten dasht, ist halt auch ziemlich uncool. Was das Rausdashen ist schön, aber das Runterdashen ist halt nicht so geil. Weil er... Aua. Egal. Oh Gott. Er hat nicht geheilt, obwohl ich gedruckt habe. Hilfe. Oh, gute Nacht. So. Weil er natürlich dann auch gerne mal irgendwelche Stacheln reindasht oder... ja, aus dem anderen Sand raus. Geht das hier durch? Das geht nicht. Oh gut. Kann ich da stehen? Ohne Prop. Na, es wird knapp, ne? Boah, ich bin so schnell unterwegs, das ist richtig uncool. Aua. 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 Ja, gut. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war ja richtig gut. Oh Gott. Hallo, Strahl. Schön, sie kennenzulernen. Boah, ich bin da so übertrieben schnell. Das ist unrichtig uncool. Ja, ich glaube, ich muss den anderen Weg gehen, ja. Ich muss auf jeden Fall links rum. Ich muss gegen den Uhrzeigersinn gehen. Ich bin auch jedes Mal da in diese Stacheln rein. Er rennt da schon, aber ihn töte auch damit. Ist auch schön angenehm. So. Oh Gott. Hoppa. Ei. Bitte stört mich nicht. Stimmt, ich kann einfach durchdashen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Dass das ja auch geht. Hallo. Oh, es geht nicht. Doch, es geht. Irgendwie auch nicht. Hä? Egal. Ich bin safe und habe Punkt zum Leben herstellen. Das ist gut. Alles ist gut. Soll das runtergehen? Okay. I don't care. Das ist nämlich nur geisterlich, dass es rumliegt. Das ist gerade nicht so wichtig. Hallo. Das bin ich wohl hier so. Ne. Oh, so anders ist es. Oh. Hilfe. Ja. Okay. Oh, aua. Hilfe, oh nein. Oh, aua. Das war fies. Ich könnte aber darauf nicht mal gleich, bei dir gleichzeitig anzukommen. Das ist echt unfair. Warte, du kommst mal kurz da an. Ich habe kein Problem mit dir. Ich weiß nicht warum, manchmal verwechsel ich die Dashen und die Stoßentaste. Alles gut. Also Sprinten und Stoßentaste. Das ist ein bisschen uncool. Wenn man einem natürlich dann Schaden bekommt und beim anderen nicht. Ist dies Problem. Oh. Nein, ich möchte einmal. Was? Nein, nach oben. Ori, please. Go upstairs. Thank you. There is a Portal. Das nehme ich hier gerne mit. Gut. Ich würde aber sagen, ich mache hier einmal einen Cut für diesen Part von Ori and the Will of the Wisps und
Wir sehen uns im nächsten Part wieder hier an diesem sehr, sehr windigen Teil der Windwüste. Und wir kommen wahrscheinlich auch zum Ende hier. Unter den Wasserdünen, ja, da oben. Wird unser nächster Bossfight auf uns warten. Das wird natürlich lustig. Ich finde das Herz der Wüste, des Waldes. Das wird lustig. Okay. Aber bis dahin, sage ich ciao.